Liebe Tischtennisfreunde, heute wende ich mich mit einer leider unschönen Nachricht für unseren Sport an euch. Das Präsidium des RTTVR hat in seiner Sitzung am 10. März beschlossen, die Saison 2020-2021 abzubrechen. Hierfür waren mehrere gewichtige Gründe ausschlaggebend. Zum einen eröffneten uns die Beschlüsse vom 3. März keine Perspektive, die die Wiederaufnahme des Spielbetriebs oder gar die Beendigung der Saison hinreichend wahrscheinlich macht. Durch die Abhängigkeit von den sich stetig ändernden Inzidenzzahlen und der Frage, ob alle Hallen den Vereinen auch bei Vorliegen der Voraussetzungen direkt wieder zur Verfügung stehen, lässt sich der Spielbetrieb nicht so konkret planen, wie es zum jetzigen Zeitpunkt notwendig gewesen wäre. Hinzu kommt, dass unterschiedliche Inzidenzwerte zu ungleichen Startvoraussetzungen für die Vereine führen können, die einem fairen Wettbewerb entgegenstehen würden. Zum anderen haben die Vereine, die wir nach unserer letzten Beschlussfassung im Hinblick auf die heutige Entscheidung über die Kreisvorsitzenden befragt haben, mit deutlicher Mehrheit für den Saisonabbruch votiert. Die Umfrage ergab eine Zweidrittelmehrheit für den Abbruch. Außerdem haben der Hauptausschuss am 5. März und der Sportausschuss jeweils nach ausführlicher Diskussion des Für und Wider ebenfalls mit deutlicher Mehrheit den Saisonabbruch empfohlen. Neben dem Saisonabbruch hat das Präsidium in seiner Sitzung auch die Annullierung der laufenden Saison beschlossen. Dafür war ausschlaggebend, dass in zahlreichen Spielklassen nicht die notwendige Mindestanzahl an Spielen absolviert wurde, um die Saison zu werten. In den Spielklassen, in denen eine Wertung möglich ist, verhindert häufig die große Differenz der absolvierten Spiele der einzelnen Mannschaften eine auch nur annähernd faire Wertung. Auch generell stellt sich die Frage, ob eine faire Wertung überhaupt möglich ist, wenn nicht jede Mannschaft zumindest einmal gegen jede andere gespielt hat. Ein weiteres Argument für die Annullierung war, dass es sich hierbei um die einzige Regelung handelt, die verbandseinheitlich anzuwenden ist. Zudem sprach sich auch in unserer Umfrage eine große Mehrheit für die Annullierung im Falle des Saisonabbruchs aus. Liebe Tischtennisfreunde, ich glaube, wir alle hätten uns einen anderen Saisonverlauf und vor allem ein anderes Saisonende gewünscht. Zum Schluss bleibt uns nur die Erkenntnis, dass wir alles versucht haben, bis zum letztmöglichen Zeitpunkt, um zu verhindern, dass was jetzt geschehen ist. Leider haben sich unsere Hoffnungen und unsere Wünsche dabei nicht erfüllt. Dennoch gibt es auch in diesem Moment einen Lichtblick. Für alle diejenigen, die sich gerne wieder ins Wettkampfgetümmel stürzen wollen, werden wir einen Alternativwettbewerb im Zweiermannschaftsformat anbieten. Hierzu werden wir in Kürze weitere Details veröffentlichen. Zum Schluss wünsche ich uns allen, dass es das letzte Mal war, dass wir eine solche Entscheidung treffen mussten und dass wir vor allem durch die Impfungen so weit kommen, dass wir einen möglichst ungestörten Saisonverlauf 2021-2022 erleben werden. Bis dahin wünsche ich euch, dass ihr vor allem gesund bleibt und wie gesagt, dass wir dann frohen Mutes in die nächste Saison starten können.